Moin, Janni hier von CJ Gaming. Wir machen heute ein Ranglistenspiel und zwar mit unserem X-Men Deck. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Runden damit gespielt und es nicht aufgenommen und ich bin nicht so gut auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie an den Matchups, gegen die ich gespielt habe, liegt. Auf jeden Fall war ich nicht so sonderlich gut. Jetzt König Bran, Stufe 16, Rang 13. Gucken, wie wir uns da schlagen. Die zweimal zerfetzen tun wir mal weg. Wir haben zweimal die Kräuterkönige, okay. Ich denke mal, das können wir eigentlich so lassen. Wobei einmal können wir die noch wegtun. Schwörerkreis, okay. Bei mir ist auch immer das Problem, wenn ich anfange, weiß ich aber nicht direkt womit. Gucken, ob wir jetzt anfangen. Hoffentlich nicht. Gott sei Dank fängt der Gegner an. Also ich habe oft den Wächter gespielt und seinen Axtkämpfer kopiert. Er fängt jetzt mit König Bran an. Natürlich, mein Freund. Ich mache das jetzt mal wieder für die Axtkämpfer. Wenn ihr mehr Ahnung von den X-Men Deck habt, dann könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, womit man da gerne mal anfängt. Ich spiele jetzt Avalach, den haben wir auch. Oh, na super, zweimal zerfetzen. Machen wir es auch mal. Skellige Sturm und Dürre, okay. Das zweimal zerfetzen ist natürlich nicht so super. Das geht definitiv besser. Na, was spielt er? Moisek. Oh, sorry. Irgendwas in den Hals bekommen hier. Ich spiele mal einen Axtkämpfer in die letzte Reihe, in die Belagerungsreihe. So liegen wir auf jeden Fall noch vor ihm. Wir könnten gleich eigentlich Dürre spielen. Alles schon erlebt und noch viel mehr. Spielt den Türsich Veteran. Er löst alle Veteranfähigkeiten aus. Könnten wir natürlich auch kopieren. Ich weiß nicht, die beiden haben Veteran, der hat Veteran. Ich weiß gar nicht, wer den noch. Er hier natürlich auch. Hat hier noch wer Veteran? Eigentlich nicht, ne? Das wären vier Karten. Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das machen wir nicht. Sondern spielen Dürre. Natürlich hat er. Oh, er hat. Ich weiß nicht, ob er das wirklich machen wollte. Er hat jetzt Tagesanbruch und nicht blauen Himmel gespielt, sondern Zusammenkunft. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so wollte. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt mal den Beschwörerkreis. Alles schon erlebt und noch viel mehr. So liegen wir nämlich immer noch vor ihm und haben jetzt auch unsere Veteranfähigkeit ausgespielt. Oder ausspielen können. Ehre, wem Ehre gebührt. Jetzt hat er Drake Bandu gespielt, er hat die Einheiten bis zu zwei Einheiten auf dem Friedhof um 3 gekräftigt. Hat er hier die Scharmützler drin, die wird er sich dann mit der Freya-Priesterin wiederholen. Das ist jetzt doof, dass wir zweimal zerfetzen auf der Hand haben. Ich würde sagen, wir spielen es einfach einmal. Wir hätten auch die Kräuterkönige spielen können und dann das Zerfetzen aus dem Deck wählen können. Wäre auch eine Option gewesen.
30-15. Mal gucken, was er macht. Bisher nicht sehr viel. Zeit fängt an runterzulaufen. Gut, er passt. Würde ich sagen, gehen wir mit. Gewinnen die erste Runde 30-15. Wir müssen halt aufpassen, weil er die Scharmützler wiederbelebt. Ich würde jetzt gerne das eine Mal zerfetzen loswerden. Gut, jetzt haben wir die zwei Kräuterkundigen auf Hand, damit werden die zweimal zerfetzen. Kriegen wir aus dem Deck raus. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, eine lange zweite Runde oder eine kurze zweite Runde oder eine lange dritte Runde zu spielen. Wir haben jetzt hier natürlich ordentlich Stärke auf jeden Fall. Wir könnten natürlich eine Freya-Priesterin spielen und den Twisted-Veteranen spielen. Dann würden sich unsere Karten noch mal ein bisschen verbessern. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt, aber ich denke mal, das machen wir mal. Geduldig, aber sie duldet keine Beleidigung. Das ist gut, dass ja die Scharmützler kommen alle in die Nahkampfreihe. Da haben wir auf jeden Fall den Skelligensturm, für. Theoretisch könnten wir jetzt passen, dann muss er auf jeden Fall noch eine Karte spielen, dann geht er mit einer Karte weniger in die letzte Runde. Wollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir mal. Ich will eigentlich keine von den Karten hier spielen, also nicht die Axtkämpfer, nicht Birner Bran, die Kräuterkundigen sind auch nicht wirklich, viel. Freya-Priesterin will ich mir aufheben, die anderen Karten will ich mir auch noch aufheben. Mal sehen, was er jetzt als Karte noch spielt. Okay. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, hier wieder herstellen. Nimm eine Bronze, Silber, an Kreatur, Sech, die Moon-Einheit aus seinem Friedhof zurück auf die Hand. Kräftig diese um 2 Spiel. Dann eine Karte aus der Hand aus. Hat er zwar ein Riegel gespielt. Zieh doch was Karte aus deinem Deck. Verwirf dann eine Karte aus deiner Hand. Ja. So. Gucken, was wir jetzt ziehen. Eine Priesterin, okay. Wollen wir irgendwas hier loswerden von? Ich glaube, ich sehe nicht. Wollen wir irgendwas? Die zwei Priester will ich behalten. Drei Axtkämpfer, weiß nicht, ob das. Ich tue mal einen weg. Okay, ein Wahljäger. Ich denke mal, das ist auch nicht schlecht. Ja, unser Gegner hat ein Problem. Ja, gut. Dann gewinnen wir das Spiel hier. Aber Hauptsache, wir kriegen ein gutes Spiel, ja. Dankeschön. 50 Rangpunkte dazu. Sind jetzt Rang 13. Nach langer Zeit hier 5 Fässer. Ich würde sagen, die machen wir einfach mal auf. Das Video ist ja noch nicht so lange, jetzt gerade 9 Minuten und ein bisschen. Dann machen wir einfach die 5 Fässer auf. Ich hätte wahrscheinlich eh eins zum Ende hin aufgemacht. Aber dann sind es jetzt halt 5. Ein kleines Fass-Opening zum Ende hin. Mit dem Krabbspinngift, die Moonpirat, Reiter der Wildjagd und Haudinjäger. Dann haben wir Temerischer Infanterist, Vicovaro Novize und hier Freehead Sapeur. Boah, animierte Karte nehmen wir mit. Haben wir noch nicht als animierte. Vielleicht kriegen wir ja was Schönes. Ja, den Ghoul als animierte Karte. Hier wieder den Freehead Sapeur, Ballist und Quenzzeichen. Dann Hafka-Schmuggler, Stammelfurz Beben und Angret Großschwert. Nehmen wir das Großschwert mal mit. War auch wieder recht egal. So,
Biest, Kaiserlicher Golem, Mangonell und Schwalltrank. Dann Eindringling, Weitseherin und Brockwar-Jäger. Nehmen wir mal den Eindringling. Wenn wir die Karten dann malen, kriegen wir wenigstens ein bisschen Scraps wieder dazu. Ich habe nicht mehr sehr viel im Vergleich zu vorher oder vor ein paar Videos noch. Reiter der Wilden Jagd, Verstärkter Tribok, Ertrunkener und Schütze der Schwarzen Infanterie. Dann hier Diener der Wilden Jagd, Alba Panzerreiter und Seuche. Nehmen wir den Panzerreiter, den haben wir jetzt einmal. Eine der neuen Karten von Nilfgaard. So, das letzte Fass öffnen wir jetzt noch. Langschiff der Wilden Jagd, Imperer Vollstricker, Nilfgaardischer Ritter und Alzos Donner. Dann Ankret Großschwert, Vrankrieger und Friet Brigade. Ja, nehmen wir hier nochmal den Großschwert. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Mal wieder ein Spiel gewonnen, ohne wirklich es zu Ende gespielt zu haben. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video. Macht's gut, ciao.